Impressionen und Highlights vom Tag der Weiterbildung 2020 zum Thema Demokratie, Umwelt, Bildung. In der Klimacommunity gibt es den Ausspruch, für Pessimismus ist es zu spät. Wir können uns Pessimismus nicht leisten. Wir müssen mit voller Kraft daran arbeiten, dass es anders wird. Und bei allen negativen Zeichen, die sollten eigentlich uns noch mehr ermutigen, mehr zu tun. Und gleichzeitig den Blick nicht verlieren, auch auf die Sachen, wo es doch positiv weitergeht. Helga Kromp-Kolb zählt zu den renommiertesten Klimaforscherinnen und Forschern im deutschsprachigen Raum. Darüber hinaus ist Kromp-Kolb vor allem für ihr Engagement gegen die globale Klimakrise bekannt geworden. Beides, Expertise und Engagement, bringt sie mit zum heutigen Tag der Weiterbildung, den das Bildungsnetzwerk Steiermark jährlich organisiert und der diesmal den Themen Demokratie, Umwelt, Bildung und deren wechselseitigen Abhängigkeiten gewidmet ist. Corona-bedingt ist der Tag der Weiterbildung diesmal eine Hybridveranstaltung. Die Referentinnen und ein begrenzter Personenkreis im Steiermarkhof in Graz, der Großteil der Teilnehmerinnen und Teilnehmer online via Livestream. Veronika Born-Mehner ist die zweite Referentin am Tag der Weiterbildung, der exakt mit dem Internationalen Tag der Demokratie zusammenfällt. Born-Mehner ist Gewerkschafterin und Buchautorin. Sie beschäftigt sich seit Jahren mit den prekären Arbeitsverhältnissen und damit auch mit dem sozialen Klima im Land. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich freue mich auch besonders, dass die Veranstaltung heute stattfindet und nicht abgesagt wurde, weil ich ganz, ganz, ganz begeistert davon bin, dass diese drei Themen hier heute zusammengedacht werden. Ich habe nämlich in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht, dass leider gerade Themen wie Bildung, Demokratie, Arbeitsmarkt, aber auch Klima und Umwelt in der Regel gesondert voneinander betrachtet werden. Aber dass eigentlich selten darüber nachgedacht wird, wie das Ganze ineinander spielt und inwieweit das Ganze zusammenhängt. Veronika Born-Mehner leitet aus ihrer gesellschaftspolitischen Analyse auch eine politische Forderung ab. Bildung wirke in alle drei Themenbereiche, in Gesellschaft, Umwelt und Demokratie und habe deshalb zentrale Bedeutung. Ich sehe das Problem eher darin, dass man sagt, eine der Kernaufgaben der Gesellschaft, und da gehört Bildung dazu, genauso wie ein Krankenhaus oder genauso wie Altenpflege, wird nicht vom Staat übernommen und wird nicht von der Regierung so ausfinanziert, dass es überlebensfähig ist, genauso wie eine Universität, sondern stattdessen lagere ich das an die Privatwirtschaft aus und der Markt sagt, das muss sich rechnen. Und wenn der Markt sagt, das muss sich rechnen, dann ist das nicht unbedingt im Sinne der Qualität. Das heißt, in Ihrem Fall finde ich, dass die Verantwortung bei der Politik liegt, weil die Politik sagen muss, Erwachsenenbildung muss uns so viel wert sein, weil wir sie die nächsten Jahrzehnte so viel brauchen, dass sie genügend Geld dafür haben, dass sie gute Jobs anbieten können, damit dann wiederum auch diejenigen, die dort etwas lernen sollen, auch ein gutes Betreuungsverhältnis haben. Also ich glaube natürlich, dass es politische Bildung sowohl in allen Schulformen verpflichtend geben muss. Ich war an einer Berufsschule und ich war an einem Gymnasium. In der Berufsschule hatte ich politische Bildung, am Gymnasium nicht. Also es muss an allen Schulstufen und an allen Schulformen muss politische Bildung genauso eine Selbstverständlichkeit sein wie in der Erwachsenenbildung, meiner Meinung nach. Weil politische Bildung ja nichts Abstraktes ist. Politische Bildung ist ja nichts anderes als die Sammlung unserer Spielregeln und das sind die Spielregeln, mit der wir uns als Gesellschaft alles ausmachen. Und das funktioniert ohne politische Bildung nicht. Wenn ich nicht weiß, wie dieses System in Österreich funktioniert, wenn ich nicht weiß, wie läuft es mit den Interessenvertretungen ab, wie läuft es mit der Gesetzeswerdung ab, wie läuft es mit den Wahlen ab, wie kann ich politischen Einfluss nehmen, wer vertritt mich, wer vertritt meine Interessen, was sind die Hintergründe von politischen Entscheidungen. Wenn ich all das nicht nachvollziehen kann, dann kann ich mich ja überhaupt nicht beteiligen an der Gesellschaft. Und wenn ich mich an der Gesellschaft nicht beteiligen kann, dann werde ich es doch gar nicht erst probieren. Die Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb hält unseren Planeten für krank. Wir hätten ihn zu stark unter Druck gesetzt. Das habe auch mit unseren überzogenen Ansprüchen zu tun, mit dem, was wir als angemessenen Lebensstandard definieren. Was glauben wir eigentlich zu brauchen und was brauchen wir wirklich? Und da könnte Corona auch einen Beitrag geleistet haben, weil doch eine ganze Menge Menschen diese Zeit genützt haben, um ein bisschen nachzudenken über ihr eigenes Leben. Jetzt wäre es ganz wichtig, dass man das aufgreift und das könnte die Erwachsenenbildung sehr gut tun. Kromp-Kolb sagt,
Jetzt seien die entscheidenden Schritte zur Klimarettung zu setzen. Das schaffe die Politik nur im Austausch mit der Bevölkerung. Dazu brauche ich eine kritisch denkende, kreative Bevölkerung. Und da, glaube ich, spielt die Erwachsenenbildung eine ganz wesentliche Rolle. Das Bildungsnetzwerk ist die Service- und Kompetenzstelle der steirischen Erwachsenenbildung. Im vergangenen Jahr haben Erwachsenenbildungseinrichtungen über 330.000 Teilnahmen registriert. Möglichst ohne Hürden und Barrieren soll Menschen ein Leben lang Bildung ermöglicht werden. Bildung als wesentliche Voraussetzung dafür, an der Gesellschaft teilzuhaben und diese auch mitzugestalten. Die steirische Bildungslandesrätin Juliane Bogner-Strauß kommt in ihrer Videobotschaft auf die gesellschaftliche Dimension der Erwachsenenbildung im Zusammenhang mit Demokratie, Gesellschaft und Umwelt zu sprechen. Es gilt, unsere Zukunft im Jetzt zu gestalten und heute aktiv zu sein. Für uns, für unsere Kinder und die nachfolgenden Generationen. Kursangebote und Informationen der steirischen Erwachsenenbildung finden Sie online unter www.erwachsenenbildung-steiermark.at.